Hallo Leute, ich bin's wieder, der Super Good Smack, und ich habe mich mal seit langem wieder zurückgemeldet. Ja, ich werde heute wieder ein Let's Play machen. Wir sind hier nochmal kurz eine Charakter, ja, wie sagt man, Erstellung, Auswahl etc. Halt, ich habe zwei Charaktere, die werde ich halt nicht Let's Playen. Das ist der Jedi-Ritter, mit dem bin ich jetzt am weitesten, und halt der Sith-Attentäter, / Inquisitor. Wir werden unsere liebe Shawn wieder nehmen und mit der jetzt weiterspielen. Warum ich jetzt hier starte, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. So, und ja, es gibt viele Sachen zu berichten, aber die werde ich erst nach dem Ladebalken erzählen. Lalala, und hier ist auch schon. Dauert wohl doch noch ein bisschen. Ja, also, es gibt neue Sachen. Wahrscheinlich habt ihr es gerade gesehen. Yep, ich habe jetzt ein Intro. Es ist relativ schlicht, es ist einfach. Es ist trotzdem, finde ich, richtig cool und eigentlich auch lustig, weil es soll so ein bisschen so auf GTA anspielen. Halt, ihr kennt es ja so, der Ladebalken halt. Und ja, ich hatte jetzt auch nichts Besseres zu tun. Ich habe jetzt leider auch keine Begründung, warum ich jetzt länger keine Videos mehr gemacht habe. Irgendwie hatte ich nicht die Zeit dazu. Ich hatte auch irgendwie dann auch nicht mehr so die Lust. Was war dann immer relativ spät, dass ich den kurz mal Zeit hatte dafür oder die Gelegenheit hatte. Ja, also verzeiht es mir bitte, und ich habe mir sowieso überlegt, ich werde jetzt nochmal alles neu machen. Also ich werde versuchen, jetzt jeden Tag so zwischen 18 und 19 Uhr ein Video zu machen. Das werde ich jetzt nicht versprechen, weil ich ganz genau weiß, dass ich das nicht jeden Tag machen werde. Aber ich werde es versuchen. Und, halt, es gibt ein kleines Problem. Es ist Memlicht, wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Warum ist hier alles schwarz, zumindest bei mir? Bei der Aufnahme sieht man es, ah, jetzt, okay, gut. Elite, es ruckelt. So, dann machen wir mal kurz Einstellung. Wo war ich stehen geblieben? Verdammt, ich hab's vergessen. Egal, ich mach mal hier leider alles auf niedrig. Drauf geschissen, ich mach auch niedrig, so. Lalalala. Wie lange nehme ich jetzt auf? Ich nehme heute mal nicht so lange auf. Wenn ich was sehen würde, dann wäre es noch toller. Ja, und die Olle kann gehen. Bestimmt sehe ich wieder nichts. Hallo. 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 Okay, wir sehen uns gleich wieder. Anscheinend spinnt mein Star Wars. Sind wir wieder bei dem Sith-Inquisitor. Aber nein, wir gehen jetzt hier zu Shawndy. Irgendwie war alles schwarz. Das hatte ich schon letztes Mal bei der Aufnahme, bei meiner allerersten Folge sogar. Und ja, jetzt sind wir wieder im Ladebalken. La 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 la, wie langweilig. Ich glaube, das wird sogar die Folge der Ladebalken sein. Aber ist ja egal, ich habe ja sowieso sehr vieles zu bereden. Ich habe jetzt leider schon wieder vergessen, um was es gerade ging. Ich sollte mir mal lieber die Sachen aufschreiben. Naja, egal. Ich habe jetzt ach so, ja, das könnte ich mal erzählen. Heute um 20.47 Uhr ist ein Ereignis aufgetreten, was ich richtig cool fand. Nämlich, ich bin Sarazar begegnet. Ja, genau den Sarazar. Ich habe mich ja natürlich total erwachsen verhalten. Falls jetzt Leute sich dieses Video angucken sollten, die mit mir vorhin auf dem TS waren. Ich möchte nichts hören. Alles, was sie sagen, ist eine Lüge. Ich habe nicht geschrien. Ich habe mich, also ich bin nicht in Tränen ausgebrochen. Auf jeden Fall, ich war richtig wie schockiert und begeistert. Ich bin irgendwie an dem vorbeigelaufen, habe das am Anfang nicht bemerkt. Ich habe das irgendwie auch nur so bemerkt, dass irgendwie zwei nackte Menschen ihm hinterhergerannt sind und irgendwie dort irgendwelche Bauchtänze gemacht haben. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Wir müssen. Oh nö. So viele Quests?
Okay. Auf jeden Fall habe ich den nur so bemerkt. Nun gut. Massenproduktion. Massen. Massen? Massen. Massen, Massen. Massenproduktion. Okay, gut. Gut, auf jeden Fall, dann habe ich den nur so bemerkt. Ich habe das denn natürlich, bin dann irgendwie so ganz zufällig auf F12 gekommen, habe den aus Versehen Fraps angemacht. Ja, also war nicht gewollt, das aufnehmen. So, jetzt habe ich das aufgenommen. Jetzt überlege ich mir natürlich, also es gucken sich ja anscheinend dann doch so ein, zwei Leute sich regelmäßig meine Videos an. Dann frage ich mal eigentlich diese beiden Kerle, ob ich das mal hochladen sollte und das mal kommentieren sollte, weil es ist eigentlich ganz witzig so, weil ich laufe da so rum als Stiff-Inquisitor, tralala, und auf einmal sehe ich da den Sarazar. Und, ja, also ich weiß auch nicht, ich hatte die Idee, ob ich das vielleicht als Videoantwort, hab ich Post bekommen? Yay! Als Videoantwort, Sarazar geben sollte, also falls die Folge rauskommt, weil ich glaube, man wird mich sehen, weil ich bin irgendwie an denen dann auch vorbeigelaufen, weil ich musste genau in die gleiche Richtung wie er, weil ich habe nur eine Mission gemacht. Hab mich dann aber doch irgendwie anders entschieden, weil nämlich, ja, ich glaube, das ist einfach zu assi, wenn ich das mache, und ich habe auch entschieden, ich wollte am Anfang, also ich habe jetzt auch eigentlich die Videos gemacht, um halt ein bisschen was zu zeigen, und das macht mir halt auch irgendwie Spaß, das zu kommentieren. Obwohl ich das ja eigentlich jetzt nicht so gut kann. Aber ich belasse es dabei, einfach hier Spaß zu haben, und ich will jetzt nicht irgendwie dort irgendwie jemanden nerven, nur um dass ich halt mehr Abonnenten bekomme oder mehr Aufrufe. Deswegen werde ich das lassen. Also halt. Ich werde da sowieso nur den kürzeren ziehen, weil ich ganz genau weiß, dann werden da irgendwelche mich da disliken. Ich werde meine Aufrufe haben, aber halt wahrscheinlich im negativen Sinne. Ja, wir haben Geld bekommen von Akademie. Warte mal. Ach so. Ah ja, okay, weil wir haben ja den Vater umgebracht. Jetzt ist der Junge auf Korriban. Wir haben Geld bekommen. Und das Potenzial für die dunkle Seite steigert enorm. Das finde ich ja nicht so schön. Hoffentlich begegnen wir ihn nicht wieder. Weil ich glaube, er weiß noch, dass wir seinen Vater umgebracht haben. So, zu wem gehen wir als erstes? Oh. Hier ist gerade ein Fehler unterlaufen. Ganz kurz bitte. So, wieder da. Wir quatschen mit dem. Und ich glaube, dann ist auch bald meine Zeit vorbei, weil ich wollte nur ein ganz kurzes Video machen. Weil ich jetzt noch gleich wieder los muss, aber ich verspreche, ich werde wieder die volle 14 Minuten machen. Und das. Ich werde es wirklich versuchen, jeden Tag. Okay, wir quatschen mit ihm und dann ist die Folge schon vorbei. Also, ist dann vorbei. Wie ich hörte, macht ihr Schnitte das Leben schwer. Und ihr respektiert Nemros Autorität nicht. Was? Wer seid? Oh, hör zu, es tut mir leid, wirklich leid. Die Jungs und ich wollten doch nur ein bisschen Spaß haben. Wir wussten ja nicht. Ihr bringt mich doch nicht um, oder? Es ist doch keine große Sache. Lasst Schnitte seine Arbeit machen und alles ist gut. In Ordnung, kein Problem. Und danke, dass ihr ein Nachsehen mit mir habt. Wir lassen Schnitte ab jetzt in Ruhe. Wir lachen nicht mal mehr über seinen Namen. Ehrenwort. Ach ja. Die nette Shondi. Ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese paar Minuten. Es ist zwar wenig, aber halt genug Stoff. Ich habe noch genug Stoff für die nächste Folge. Wo könnte ich die jetzt noch ansprechen? Könnte ich? Also halt, es sind ein paar Sachen, die noch so passiert sind. Und halt noch ein paar Fragen. Aber ich weiß jetzt nicht, sollte ich die jetzt anquatschen? Weil ihr seht ja hier schon, Uhrzeit.
Ein bisschen spät. Vor allem in der Zeit, wo ich hier rumlaufe, könnte ich das eigentlich sagen, aber egal. Ja, also... Sarata, könnt ihr mich fragen, ob ich das hochlade? Ich werde es jetzt nicht als Videoantwort verschicken, aber halt, ich könnte es ja hochladen. Es wird sich sowieso keiner ankicken. Wird auch niemand kennen. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn jetzt da... Ja. Und sonst eigentlich jetzt... ich weiß jetzt nicht. Eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Mit Droiden wären wir besser dran. Kriegen viel mehr geschafft. Wieso sind die überhaupt noch hier? Hey, Sumpfratten! Das ist nicht mehr euer Planet. Verschwindet und hört auf. Achso, ja, ich habe noch eine Idee. Ich habe mir überlegt... Ein Let's Play ist ja eigentlich suboptimal, finde ich. Jetzt bei den Spielen Old Republic, weil ich habe mal nachgeguckt, das gucken, also das machen wirklich sehr viele. Und ich habe überlegt, ich will ja nicht nur die ganze Zeit den imperialen Agenten spielen, deswegen werde ich vielleicht mal so ein bisschen so rüber switchen zum Jedi-Ritter oder halt zum Sith Inquisitor. Dann wird es halt kein Let's Play, sondern ein Let's irgendwas. Ja. Und dann sage ich, dann verabschiede ich mich nochmal recht herzlich. Ich freue mich, dass die Leute das sich hier angucken, die sich jetzt gerade eben angeguckt haben. Und genau ihr, also genau euch wünsche ich eine schöne Nacht oder halt einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Gut dann, tschüssi.